Der CDU-Stadtverband Heidenau hatte zu Jahresbeginn im Verwaltungsgebäude der Segeling Medizintechnik zu einem Neujahrsempfang geladen. Gekommen waren Vertreter aus Politik, Verwaltung und der Wirtschaft. Landtagsabgeordneter Oliver Wehner und Heidenaus CDU-Stadtchef Jürgen Opitz begrüßten gemeinsam mit Gastgeber Uwe Segeling rund 150 Gäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier beim Neujahrsempfang 2013 hier in Heidenau. Ich habe vor ein paar Tagen ein Zitat gehört von Professor Werner Patzelt, dem Politikwissenschaftler aus Dresden. Und der hat gesagt, naja, das verhält sich mit den Politikern und dem Geld so wie mit dem Wachhund und dem Wurstteller. Ja, wie ist das? Wenn Sie einen Wachhund beauftragen, auf den Wurstteller zu achten, dann wird von der Wurst wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben. Und so ist es in der Politik auch. Wenn Sie einen Politiker beauftragen, auf Geld aufzupassen, dann wird am Ende des Tages von dem Geld nicht viel übrig bleiben. Wir können jetzt nach vorn schauen mit dem neuen Bürgermeister. Ich bin jetzt im dritten Monat. Ich denke, wir finden unser Maß und wir sind gerade dabei, das zu finden. Und alle, die da mitmachen wollen, die lade ich ganz herzlich ein, hier mitzutun, Verantwortung zu übernehmen, ihre Zeit, ihre Freizeit dafür einzusetzen, dass unser Heidenau schöner wird. Nach kurzen Ansprachen der Gastgeber kündigte der CDU-Landtagsabgeordnete noch einen besonderen Gast an. Ex-Staatsminister für Justiz Gerd Mackenroth zündete in seiner Festrede 5 Kerzen für unser Land an. Er fragte, was hält unsere Gesellschaft im Inneren zusammen? Sind es die Gesetze und die rechtsstaatliche Ordnung? Hält die Gesellschaft letztendlich nur das Geld zusammen, die Sozialsysteme oder unser Gemeinschaftsgefühl bei den Spielen der Nationalmannschaft? Meine Damen und Herren, all das hält unsere Gesellschaft zusammen oder sollte sie zusammenhalten. Substanz, Führung, ein Verständnis von nachhaltiger Gerechtigkeit, der Sinn für unser Gemeinwesen und Zuversicht. All das entscheidet vielleicht viel mehr als eine neue Rentenformel darüber, ob unsere Gesellschaft Zukunft hat oder nicht. Und nun leuchtet der kleine Neujahrsleuchter und Sie ahnen vielleicht dann doch schon die Verbindung zur Politik. Sie liegt ja auch auf der Hand. Ich kann es kurz machen. Wir sind es. Wir, die das Licht dauerhaft strahlen lassen müssten, wenn es nicht dunkel um uns werden soll. Mit diesen Fragen sorgte der Ex-Staatsminister für reichlich Gesprächsstoff, über den sich die Gäste im Verlauf des Abends angeregt unterhalten konnten. Während kurz darauf ein fliegendes Buffet die Gäste kulinarisch versorgte, ging der Blick von Bürgermeister Jürgen Opitz schon voraus auf den ersten Höhepunkt des Jahres für Heidenau. Noch im Januar soll nämlich das sanierte Rathaus wieder eröffnet werden. Wir möchten noch die Heidenauer daran teilhaben lassen und machen im Februar dann einen Tag der offenen Tür, sodass die Bürger sich auch das neu umgebaute Rathaus angucken können, mal mit dem Fahrstuhl fahren können, erleben können, wie behindertengerecht unser Rathaus geworden ist und wie sich letztendlich für die Bürger insbesondere die Dienstleistungsbedingungen doch erheblich verbessert haben. Ich denke mal, das ist das, worauf ich mich im Jahr 2013 erstmal am meisten freue. Fast zur selben Zeit wird auch Unternehmer Uwe Segeling einen Grund zum Feiern haben, denn ebenfalls Ende Januar will er sein neues Logistikgebäude auf der Heidenauer Mühlenstraße in Betrieb nehmen. Für den Unternehmer war der Neubau ein Bekenntnis zu seiner Stadt. Die Segeling Medizintechnik ist im Sommer letzten Jahres 50 Jahre alt geworden. Ist also ein Unternehmen, das schon eine gewisse Tradition verkörpert und diese ganze Zeit in Heidenau auf der Ernst-Thälmann-Straße residiert hat. Und als dann die Möglichkeit war, sich zu erweitern, ein Grundstück dazu zu kaufen, haben wir diese Möglichkeit natürlich gerne angenommen und haben uns damit natürlich auch für die Stadt und für den Standort entschieden. Auch langfristig dafür entschieden. Und das ist dann glücklicherweise hat sich entwickelt, dass auch unsere Logistik direkt im Anschluss an unser Verwaltungsgebäude entstehen konnte. Es war ein ganz bewusster Schritt für den Standort Heidenau, ein ganz bewusster Schritt für die Region und auch um vielleicht auch zu zeigen, in einer Stadt, die nicht unbedingt Dresden heißt, sondern noch eher so einen kleinstädtischen Charakter hat, auch dass man dort ein Unternehmen durchaus erfolgreich und vielleicht auch mit einer modernen Optik platzieren kann. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang mit Swingmusik aus den 20er, 30er Jahren, die von der Dresdner Band Too Hot kam. Nach vielen Gesprächen und aufgefrischten Kontakten zog Landtagsabgeordneter Oliver Wehner eine positive Bilanz des Abends. Also wir hatten, denke ich mal, einen ganz guten Neujahrsempfang. Wir haben den ersten Impuls für 2013 gesetzt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für das neue Jahr. Und jetzt sind wir dabei, so ein bisschen Netzwerk zu machen, miteinander ins Gespräch zu kommen, im Nachhinein noch den einen oder anderen Kontakt zu knüpfen. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig bei so einem Neujahrsempfang.